hi Leute, schaut mal, ich baue mir hier eine Bombe. Voll cool, oder? Spaß, ist nur ein Akku-Aufladeding, bitte ruft nicht die Bullen, dankeschön. Aber es sieht halt irgendwie wirklich aus wie so eine Bombe. Vor allem habe ich echt Angst, hier irgendein Kabel zu sehr zu ziehen und ja, vor allem auch, weil hier ein rotes Kabel und ein grünes Kabel ist. Oder schwarz, ich bin farbenblind. Naja. Damit herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Harry Potter Hogwarts Mystery mit mir, dem Dougie LP. Und wir sind hier gerade bei meinem Arbeitsplatz und ich habe die unglaublich glorreiche Aufgabe, ja, heute Folgendes zu machen. Ich muss mich mit Bedia treffen in meiner eigenen Butze und mich mit der über Kunst unterhalten. Das klingt jetzt nicht unbedingt wie die allerspannendste Aufgabe, aber es ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg, den wahren Mörder meiner ehemaligen Kollegin, Ruby, aufzuspüren und ihn in Azkaban für immer und ewig einzubuchten. Und ja, ich bin gespannt, was da jetzt alles passieren wird. Deswegen, ohne lange Gequatsche, fangen wir an. Let's go! So, da sind wir in meiner Wohnung und sie ist natürlich auch schon wieder... Hä, wer hat denn die Sachen da reingestellt? Was macht die Eule da? Was machen die Sachen da? Alter, hat die sich die Freiheit... Oh, Energiepunkte erstmal. Hat sie sich die Freiheit genommen, meine Bude eigenständig einzurichten? Die spinnt ja wohl. Daniel, hoffentlich macht es dir nichts aus, dass ich hier hereingekommen bin. Doch, durchaus macht mir das was aus. Du bist bestimmt ziemlich aufgeregt darüber, mit mir meinem Projekt für die Wertschätzung von Kunst zu helfen. Ich wusste nicht, dass du so kunstbegeistert bist, aber ich helfe dir natürlich gerne. Das Gemälde, das ich dir zeigen wollte, liegt dort auf dem Tisch. Lass es uns ansehen, genau. Dieses Gemälde ist schwer beschädigt. Ja, das ist mir auch schon aufgefallen. Beinahe so, als wäre es angesenkt worden. Bevor wir weitermachen, muss ich dich etwas fragen. Was denn? Ich habe das Gefühl, dass du mir etwas verschweigst. Zuerst der merkwürdige Spielzeugschimpanse, dann der rätselhafte Tod deiner Kollegin in der Kunstgalerie und jetzt dieses verbrannte Gemälde. Arbeitest du wirklich als Hausmeister in der Zaubereizentralverwaltung? Hä? War das nicht irgendwie voll eindeutig, dass einer der besten Schüler von Hogwarts, der ständig ein Held war, als Hausmeister weitermacht? War das nicht glaubwürdig? Oh. Tarnung waren deinen echten Job verraten. Ach komm, jetzt weiß das eh schon jeder. Das ist nur eine Tarnung. In Wirklichkeit arbeite ich als Agent für eine geheime Abteilung, die sich SOF nennt. Wir übernehmen die seltenen, obskuren und rätselhaften Fälle, die sonst niemand lösen kann. Wow. Das erklärt, warum ich dich noch nie in einer Hausmeisteruniform gesehen habe. Und warum dieses Gemälde angesenkt ist. Es kommt bestimmt aus dem Brand in der Kunstgalerie. Hoffentlich kannst du diese extrem vertrauliche Information für dich behalten. Wenn herauskommt, dass ich es dir erzählt habe, drohen uns beide empfindliche Strafen. Ich habe es schon meinem Bruder Jacob erzählt. Das hat zum Glück noch niemand mitbekommen. Ich kann schweigen wie ein Grab, Daniel. Versprochen. Danke, dass wir das aufgeklärt haben. Und jetzt lass uns dazu kommen, weshalb ich hier bin. Ich muss mehr über dieses Gemälde erfahren. Wer es gemalt hat, woher es kommt und ob daran irgendetwas ungewöhnlich ist. Ich werde mir größte Mühe geben. Hervorragend. Lass uns das Gemälde unter die Lupe nehmen. Ja, wollen wir mal, Leute. 3 Stunden, ahoi. Ja, dann bin ich mal gespannt, ob Bedia da irgendwas Sinnvolles bei rausbekommt. Ja, aber da steht doch sowieso ein Name drunter. Und irgendwie, meine ich, steht da auch McClintock. Quasi der Name von meinem Kollegen. Aber vielleicht habe ich da auch nur irgendwas falsch verstanden. Wir werden es gleich sehen, Leute. Bis gleich. So, dann nochmal kommentieren, klarstellen, dann nochmal nicken und nochmal beobachten. Und wir haben die Aufgabe erledigt und kriegen nochmal eine gratis Schokofroschkarte dafür. Das gab es auch lange nicht mehr. Einsammeln. Daniel, dieses Gemälde...
Es ist eine Fälschung. Was? Wie ist das möglich? Angeblich, ist es ein Gemälde von Magenta Comstock. Ach so, dann habe ich mich vertan. Dort unten ist ihre Unterschrift. Aber die Gemälde von Magenta Comstock sind bekannt für die Augen, die dem Betrachter durch den Raum folgen. Diese Augen sind nicht im Magenta-Stil gemalt. Sie folgen dem Betrachter nicht. Daher ist es eine Fälschung. Aber wie ist das möglich? Wir haben ein Echtheitszertifikat. Vielleicht ist das Zertifikat auch gefälscht. Was macht die Eule eigentlich da? Die Tinte. Bei genauerem Hinsehen sieht sie dunkelrosa aus. Bedia, du hast recht. Es ist wirklich eine Fälschung. Aber was bedeutet das? Oh. Das muss die Einladung zum Gesellschaftsclub sein, auf die ich gewartet habe. Das ist definitiv nicht die Einladung, die ich erwartet hatte. Es ist eine dringende Aufforderung, mich mit Madame Umbridge zu treffen. Warte, was? Mit Umbridge treffen? Ich bin gerade in einer wichtigen Besprechung. Danach können wir uns unterhalten. Alles klar. Ja gut, sie ist ja selber in diesem komischen Club drin. Vielleicht hat das irgendeine Bedeutung. Aber ich weiß auch gerade nicht so ganz genau, Leute. Naja, wollen wir uns das... Warte mal, wie viele Aufgaben gibt's denn jetzt noch in dem Kapitel? Ja, okay. Ja, kommt, Leute. Wir machen die Aufgabe jetzt noch in der Folge ausnahmsweise. Ich halte mich nicht so wirklich an meine neue Regel, ich weiß. Benutzen, zack, und dann ab dafür. Ich bin echt gespannt, was jetzt auf uns wartet. So, da sind wir. Unmissverständlich in Madame Umbridges Büro. Was ist das für ein Soundtrack? Der ist neu, glaube ich. Hallo, Umbridge! Das ist der Original-Soundtrack. Hä, seit wann haben die denn Original-Soundtracks hier im Hintergrund? Hä, voll krass. Hatten die bisher noch nie. Sorry, ich bin gerade ein bisschen abgelenkt. Madame Umbridge, ich habe ihren Brief bekommen. Wir haben uns schon seit Chiratoris Verhandlung vor dem Zaubergamot nicht mehr gesehen. Ich erinnere mich noch gut daran, weil sie meinen Bruder Jacob mit einem Trick dazu gebracht haben, das Veritaserum zu trinken. Ich habe keine Ahnung, wovon sie reden. Warum haben sie mich hierher gerufen? Wie ich sehe, kommen sie direkt zur Sache. Allerdings muss ich sagen, dass eine widerspenstige Haltung ihnen möglicherweise nicht weiterhelfen wird. Sehen Sie, ich wurde soeben zur neuen Präsidentin des Gesellschaftsclubs ernannt. Umbridge gratulieren, Enttäuschung ausdrücken, ja. Das ist bedauerlich. Das ist genau die Art von Einstellung, die ich in meinem Club vermeiden möchte. Als neue Präsidentin werde ich einige Dinge sehr anders angehen als Celestina Warbeck. Sie hat einen gewissen Charme. Aber finden Sie Ihre Methode zur Auswahl neuer Bewerber nicht auch etwas unzulänglich? Nö. Das finde ich nicht, Madame Umbridge. Ich muss einige Hürden überwinden, bevor ich in den Club aufgenommen wurde. Möglicherweise haben Sie mir unwissentlich recht gegeben. Ich habe alle Mitglieder befragt, um sicherzugehen, dass sie meinen strengen Anforderungen genügen. Und das hier ist meine Befragung? Eine scharfsinnige Feststellung. Lassen Sie uns anfangen. Moment mal, woher soll ich wissen, ob ich dazu passe, wenn ich nicht weiß, was für eine Art von Club Sie leiten? Na schön, ich werde Ihnen meine Vision für den Gesellschaftsclub erklären. Oh, da bin ich aber mal gespannt, Leute. Wollen wir mal 3 Stunden Ahoi. Gut, ja, Leute, dann versuche ich mich mal hier durchzuhasseln und wir sehen uns dann gleich wieder. Oje, oje. So, da sind wir wieder nochmal beachten und damit haben wir die Aufgabe auch erledigt. So, nochmal ein bisschen Money-Wappen einsammeln.
Ich glaube, jetzt habe ich Ihre Vision verstanden. Sie möchten nur die elitärsten Hexen und Zauberer in Ihrem Club haben. Genau. Die Mitglieder müssen beliebt, wohlhabend und bedeutsam sein, aber vor allem ehrgeizig. Apropos, hier steht, dass Sie als Bodenwischer arbeiten. Meiner persönlichen Erfahrung nach mangelt es denjenigen, die den Geruch von Putzwasser mögen, an Ehrgeiz. Erzählen Sie mir, was ist Ihr größtes Ziel im Leben? Reich werden, berühmt werden, glücklich werden. Ich antworte mal, wie sie es hören will. Ich möchte reich werden. Es ist bestimmt toll, sich nie mehr um Geld sorgen zu müssen. Ein Jammer. Als Bodenwischer können Sie froh sein, sich Ihre Miete leisten zu können. Okay, ich habe meine Bewertung abgeschlossen. Wirklich? Sie haben mir nur eine einzige Frage gestellt. Mein Lieber, ich habe Sie schon bewertet, seitdem Sie durch meine Tür gekommen sind. Meiner bescheidenen Einschätzung nach. Nachdem ich jetzt das Sagen habe, ist Ihre Mitgliedschaft hiermit widerrufen. Ergebnis annehmen, Einspruch erheben, nicht reagieren. Boah, keine Ahnung. Sie verstehen es, Ihre Emotionen im Zaun zu halten. Das ist bestimmt hilfreich, wenn Sie besonders eklige Drecksarbeiten erledigen müssen. Nur schade, dass Sie den Kuchen nicht probieren werden, den ich auftischen werde. Er ist einfach köstlich. Wenn das alles ist, sollte ich mich auf den Weg machen. An Ihrer Stelle würde ich die Richtung, in die Ihr Leben verläuft, überdenken. Ja, jetzt da Sie es erwähnen, ich habe tatsächlich einen Freund, der als Lebensberater arbeitet. Machen Sie es gut. Vielleicht sollte ich mich wirklich mit Orion der Jesuszwiebel zusammensetzen. Was war das denn bitte gerade wieder, Leute? Herr, ich bin echt ein bisschen verwundert. Das war das allererste Mal, seit das Spiel existiert, dass ein Original-Soundtrack verwendet wurde. Ich find's cool. Ratschläge von Orion der Jesuszwiebel anhören. Meine Intuition sagt mir, dass jetzt der richtige Moment für ein Treffen ist. Komm vorbei. Alles klar, ja. Okay, Leute. Dann würde ich sagen, sehen wir uns allesamt wieder in der nächsten Folge. Ich bin gespannt, was da jetzt noch passieren wird und was mich als nächstes erwartet. Und warum mich das gar nicht gejuckt hat hier mit dem Club, weil ich muss da ja trotzdem wieder rein, oder nicht? Und was, ja, hat das jetzt mit Umbridge genau zu tun? Irgendwie hat die bestimmt noch eine Bedeutung. All das werden wir in den nächsten Folgen herausfinden. Deswegen lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, gerne ein Abo auf meinem Logo und seid gerne auch nächste Folge wieder mit am Start. In diesem Sinne, macht's gut, bis zur nächsten Folge und ciao zusammen.